Stellt euch einmal vor, liebe Freunde, diese vier Karten hier stehen für uns Menschen an vier verschiedenen Zeitpunkten in unserem Leben. Okay? Und diese vier schwarzen Karten hier stehen für genau das, für das Leben und all die Herausforderungen, die es so mit sich bringt. Wir haben vier verschiedene Stufen. Okay? 5, 4, 3. Beginnen wir bei Stufe 2. Mit Stufe 2 meine ich, Stufe 1 bedeutet, wir haben gar keine Herausforderung. Stellt euch vor, es gibt diese kleinen Herausforderungen, dieses eine einzige Hindernis, das wir überwinden müssen, um zurück nach oben zu kommen. Es braucht etwas Zeit, es braucht etwas Arbeit und es braucht Fokus. Aber im Handumdrehen finden wir unseren Weg zurück nach oben. Mit Stufe 3 will ich euch sagen, manchmal gibt es Hindernisse im Leben, die etwas schwieriger zu bewältigen sind. Die viel Zeit brauchen, die viel Arbeit brauchen und vielleicht haben wir auch manchmal unsere Zweifel. Aber dann dürfen wir nicht den Glauben an uns verlieren. Denn wer an sich glaubt und seine Ziele verfolgt, findet immer den Weg zurück an die Spitze. Und wer jetzt glaubt, ich benutze irgendwelche anderen als diese vier Karten, der täuscht sich natürlich, ja? Stufe 4 fängt an, hässlich zu werden. Manchmal gibt es Herausforderungen in unserem Leben, die sorgen dafür, dass wir unsere Mitmenschen vernachlässigen, dass wir Menschen vernachlässigen, die uns vielleicht wichtig sind, dass wir so auf uns und unsere Probleme fokussiert sind, dass wir das aus den Augen verlieren, was wirklich wichtig ist. In solchen Momenten dürfen wir nicht unsere Ziele aus den Augen verlieren. Das Ziel immer vor Augen behalten und vorwärts gehen. Nur dann finden wir den Weg zurück nach oben. Und ich benutze wirklich nur diese 1, 2, 3, 4 Karten, ja? 1, 2, 3, 4, könnt ihr ganz deutlich sehen. Stufe 5 soll dafür stehen, wenn wir ganz unten angekommen sind. Wenn uns das Leben förmlich erdrückt, wenn wir am Boden sind und nicht aufstehen können, dann ist es wichtig, dran zu denken, am Tiefpunkt kann es nur noch bergauf gehen. Es kann nur noch besser werden. Wir dürfen nur nicht aufhören, an uns zu glauben. Die Zweifel dürfen uns nicht auffressen. Solange wir an uns glauben, finden wir immer den Weg nach oben. Und gehen sogar sauber raus aus der ganzen Geschichte. Moin liebe Trickster und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spreche ich mit euch über einen Kartentrick, den ich euch vor 6 Jahren schon erklärt habe auf diesem Kanal. Es geht um den Effekt The Devil's Elevator. Beim Devil's Elevator steigen Karten von unteren Positionen eine Karte nach der anderen, wie durch einen Aufzug nach oben. Das englische Wort Elevator. Der erste Eintrag, den ich dazu finde hier auf Conjuring Archive, ist bei Di Vernon und Bruce Kirwan in Epilog Ausgabe 16 von 1972. Ich habe das Ganze vor einigen Jahren von einem Zauberkollegen gelernt. Ich habe das jetzt nicht in einem Buch nachgelesen. Keine Garantie, dass das, was ich euch jetzt zeige, exakt so im Buch bzw. im Magazin drin steht. Und jetzt erkläre ich euch noch einmal, wie das Ganze funktioniert. 6 Jahre später. Ich habe mich entwickelt. Die Art und Weise, wie ich vorführe, die Art und Weise, wie ich erkläre, hat sich verändert. Schauen wir uns das Ganze im Detail einmal an. Denkt dran, liebe Freunde, wir haben den Verkauf hiervon verlängert. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Video. Da erkläre ich ganz genau, warum das so ist, was wir uns dabei gedacht haben. Bis zum 4. August könnt ihr die noch bestellen bei uns im Shop. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Sprechen wir über alle Details zum Devil's Elevator. Ich würde euch für die schwarzen Karten empfehlen, sucht euch die 9er und 10er raus, denn dann können unsere Zuschauer am schlechtesten nachverfolgen, wann wo welche Karte ist. Das möchten wir nämlich verschleiern. Ihr seht hier diese ganzen Symbole. Auf den ersten Blick kann man gar nicht sehen, was ist jetzt die 9, was ist die 10. Wenn ich das hier nur einmal kurz zeige, das kann nicht wirklich jemand nachverfolgen. Und dazu würde ich euch folgendes Setup empfehlen. Eine schwarze 9, darauf eine schwarze 10 vom anderen Symbol, also in meinem Fall jetzt Pik und dann Kreuz, dann die nächste 10 und dann die andere 9. Also Pik 9, Kreuz 10, Pik 10, Kreuz 9. Das wird uns nachher im Laufe der Routine auf jeden Fall helfen. Darauf kommt jetzt Herz oder Karo, je nachdem. Ich würde jetzt auf jeden Fall eine rote, beziehungsweise in unserem Fall ja grüne Karte benutzen. Jetzt kommt die 5, die 4, die 3 und die 2.
Kleiner Fun Fact, ich habe früher, als ich mein erstes Kartenspiel hatte, das war nicht mal ein Pokerkartenspiel, sondern ich glaube ein Romé-Deck, da gab es die 2, 3, 4, 5 nicht drin. Ich habe immer davon geträumt, mir irgendwann so ein Pokerkartenspiel zu kaufen und dann kann ich genau diesen Effekt, den Devil's Elevator, endlich performen. Das war mein Ziel. Jetzt, 10 Jahre später, habe ich einfach eine Kartendecksammlung, die ungefähr 50.000 Euro Sammlerwert hat. Yay! So kann sich das Leben verändern, Freunde. Und genau das meine ich. Glaubt an eure Ziele. Das ist auf jeden Fall das Setup. Noch ein kleiner Fun Fact, die Karten sind ja markiert und diejenigen von euch, die die Markierung mittlerweile lesen können, die werden die ganze Routine über mitverfolgt haben können, wie ich gemogelt habe. Ich zeige euch gleich inwiefern. Wir zeigen jetzt so unserem Zuschauer diese 4 Karten, gehen weiter und zeigen die anderen 4 Karten. Das hier ist die Position, in der wir dem Zuschauer unsere Karten zeigen. Ich würde es nicht so aufsplitten und sagen, die 4 und die 4, denn was wir jetzt tun ist, wenn wir in dieser Position sind, mein kleiner Finger wandert unter die oberste 9, die Kreuz 9 in meinem Fall. Hier geht jetzt mein kleiner Finger oder irgendein anderer Finger drunter. Wichtig ist nur, beim Zusammenschieben brauche ich einen Break. Ich stelle es jetzt mal ganz, ganz, ganz groß dar. Ich halte jetzt einen Spalt über der 10, okay, über diesen 3 Karten hier. Ich klaue mir dadurch also, wenn ich gleich das hier mache, hier die schwarze 9 zu den roten Karten dazu, beziehungsweise grün in meinem Fall. Also, kleiner Finger oder welcher Finger auch immer geht über die dritte Karte von unten, über eine der beiden 10, während ich das Ganze zusammenschiebe. Okay? Den Break halten müsst ihr sowieso nur für einen kurzen Moment, denn es hat ja keinen Sinn, es zusammenzuschieben, in dieser Position zu sein, um dann sowas hier zu machen. Hat ja gar keinen Sinn. Deshalb, Finger geht in Position, zack, ich schiebe das Ganze zusammen und lege jetzt die 3 Karten beiseite. Was ich hier mache, nennt sich Wrist Kill. Wrist ist das Handgelenk auf Englisch. Bedeutet, ich drehe jetzt mein Handgelenk runter, sodass mein Zuschauer nicht sieht, dass ich eine 10 habe. Wenn ich das kurz flashe, ist das überhaupt nicht schlimm, denn der Zuschauer wird sich ja im Regelfall nicht gemerkt haben, dass die Reihenfolge Pik 9, Kreuz 10, Pik 10, Kreuz 9 ist. Deswegen haben wir ja diese 4 Karten ausgewählt, damit der Zuschauer es nicht gut nachverfolgen kann. Trotzdem kann es helfen, einfach hier einen Wrist Kill zu machen. Okay? Also sofort das Handgelenk eindrehen, sodass ich hier die 10 gar nicht erst zeige. Diese 3 Karten lege ich jetzt beiseite und wichtig dabei ist, dass ich nicht aus Versehen die Karten so hinlege, dass man exakt sieht, dass es nur 3 Karten sind. Also ganz sauber, zack, zack und hier weitermachen. Ich bin jetzt in dieser Position, 2 bis 5 und die 9 befindet sich hier unten. Ich kann jetzt als kleiner Convincer noch das hier machen. Okay, ich kann so die 4 Karten noch zeigen, muss hier nur unbedingt aufpassen, dass ich auf gar keinen Fall die 9 flashe, okay? Und ich muss die Reihenfolge wieder exakt rückwärts bringen, also die 4, die 3 und die 2 oben drauf legen. Auf jeden Fall drehe ich das Ganze jetzt um und zähle laut mit für mich selbst. Ja, das soll jetzt nicht so wirken, als würde ich das meinem Zuschauer sagen, was ich gerade mache. Okay, ich habe 2, 3, 4 und 5. Okay, also 5, 4 hat keinen Sinn. Okay, unsere Zuschauer sind nicht dumm, verkauft sie nicht für dumm. Stattdessen spreche ich hier von 4 Lebensphasen, wie auch immer. Der Zuschauer hat gesehen, dass es 2 bis 5 ist. Ich muss das nicht laut sagen. Er hat Augen im Kopf. Ich kann nur für mich leise für mich mitzählen, sodass mein Zuschauer trotzdem hört. 5, 4, 3. Und hier, ganz vorsichtig, nicht flashen, dass das 2 Karten sind. Nicht sowas hier machen, okay? Bloß nicht. Nicht flashen, dass es 2 Karten sind. Ich greife das Ganze so von oben im Middle Grip, zeige noch einmal kurz die 2 und das ist witzig, weil die Markierung uns hier zeigt, dass eine 3 sich dahinter befindet. Die Herz 3 nämlich. Ich habe jetzt die Herz 2 und die Herz 3, zeige aber nur die 2. Für diejenigen von euch, die Markierung lesen können, die denken jetzt, WTF, da ist doch eindeutig eine 3. Zeige die 2 und sammle jetzt mit diesem Doppel zusammen die schwarzen Karten auf, okay? Es hat keinen Sinn, die hier drauf zu schmeißen, um dann das Ganze einzusammeln. Finde ich persönlich nicht so sinnvoll, wie einfach mit der 2 zusammen das Deck so aufzunehmen, beziehungsweise das Päckchen. Dann bin ich ready und es ergibt auch alles Sinn. Ab jetzt bin ich 100% clean. Ab jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, irgendein Doppel zu flashen oder sowas. Jetzt ist völlig klar, dass ich hier 5 Karten habe. Hier liegen 3. Ich habe gerade eine hier zu den 4 gelegt. Also liegen hier jetzt 5, ergibt Sinn. Dadurch habe ich jetzt die 2 an zweiter Position und die 3 oben an erster Position. Ich behaupte jetzt, ich würde die 2 nehmen, die ich ja gerade oben drauf gelegt habe, und würde die 2 an zweite Position bringen. Alles, was ich hier mache, ist, die 3 und die 2 miteinander auszutauschen. Jetzt ist die 3 hier an zweiter Position und die 2 befindet sich oben. Okay? Hier muss ich also soweit nichts machen, macht aber bitte nicht das hier. So, die 2 kommt an zweite Stelle und sie ist oben. So. Das checkt euer Zuschauer. Es muss Zeit dazwischen vergehen. Ich würde sogar unbedingt das hier einbauen. Baut dieses Bild ein, dass die 2 an zweiter Position ist. Wir müssen es nicht bei jeder Karte sagen. 2 an zweite, 3 an dritte Position. Das müsst ihr nicht machen, sondern sagt einfach, okay, kommen wir zu Nummer
2. Und jetzt checkt der Zuschauer, was gemeint ist. Die 2 an zweiter Stelle. Haltet einen kurzen Moment inne, der sogenannte Fotomoment. Ja, lasst den Zuschauer mit seinen Augen ein Foto hiervon machen für sein Gedächtnis. Jetzt kann ich entweder die 2 hier reinschieben und es so zusammenführen. Ich persönlich finde es aber am sinnvollsten, das hier zu machen, dass der Zuschauer wirklich sieht, dass es an zweiter Stelle landet. Zack. Und jetzt nochmal etwas Zeit vergehen lassen, denn es muss ja Magie passieren, ja? Der Zuschauer glaubt, die 2 wäre an zweiter Stelle. Jetzt muss Magie passieren, bevor ich dann sagen kann, dass die 2 ihren Weg nach oben gefunden hat. Okay? Das war die 2. Kommen wir zur nächsten Karte. Jetzt ist der Ablauf nach wie vor ganz simpel. Ich spreade das Ganze wieder auf. Hier oben liegt jetzt die 3. Schon ready. Hier liegt die 4. Die 4 bringe ich jetzt an dritte Position. Behaupte, es wäre die 3. Also ich sage, okay, kommen wir zur 3. Der Zuschauer checkt. Die 3 ist an dritter Stelle. Okay. Auch jetzt muss ich nichts weiter beachten. Einen Moment vergehen lassen. Die Magie muss passieren. Wie auch immer ich es präsentieren will. Die 3 findet ebenfalls ihren Weg nach oben. Was ihr auch machen könnt, ist, das Ganze auf dem Päckchen schon umzudrehen, um zu zeigen, dass sie jetzt oben gelandet ist. Ja? Dann prägt sich noch mehr dieses Bild ein. Vorhin war sie ja hier. Und jetzt, nachdem ein Moment vergangen ist und die Magie gewirkt hat, jetzt ist sie oben. Ihr könnt das Bild dadurch bestärken, muss aber nicht sein. Jetzt müssen wir etwas einbauen, was wir vorher noch nicht tun mussten. Und das muss auch in unserer Performance irgendwo gerechtfertigt sein. Jetzt befindet sich die 4 nämlich an zweiter Stelle. Okay? Hier befindet sich die 4. Sie muss aber oben sein, damit, wenn ich gleich die nächste Karte an vierte Stelle bringe, ich schnippen kann und oben die 4 ist. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Dazu hilft uns der Ärmsi-Count. Der Ärmsi-Count ist eine Falschzähltechnik von so einem Päckchen. Ich verlinke euch in der Infokarte da oben und natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung mein Tutorial dazu, falls ihr den Ärmsi-Count noch nicht könnt. Ich weiß, absolut kontrovers, ich mache den Ärmsi-Count anders als viele anderen und anders als es im Buch steht. Ich weiß, steinigt mich. Die meisten von euch kennen den Ärmsi-Count wahrscheinlich so. Moment, ich nehme mal 4 andere Karten. Die meisten von euch kennen den Ärmsi-Count wahrscheinlich so. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ich persönlich bin halt ein Fan von dieser At-the-Fingertips-Variante und ich mache ihn falsch rum. Ja, eigentlich müsste ich ihn nach links machen. Dann ergibt das auch Sinn. Ja, aber ich habe ihn mir so rum angewöhnt, so fühle ich mich am wohlsten dabei. Müsst ihr wissen, wie es für euch am besten passt. Ich bin noch nicht so hart der konservative Nazi. Ich bin eher ein Fan von passt etwas an euch an. Hauptsache es funktioniert und wirkt auf den Zuschauer gut. Also, die 4 ist an zweiter Position. Jetzt mache ich den Ärmsi-Count und zwar face up. Okay, und ich benutze nach wie vor wirklich nur diese 4 Karten hier. Ja, falls mir das jetzt nicht glaubst, ich kann es dir auch wirklich nochmal zeigen. Einfach nur die 4 Karten. Da war der Ärmsi-Count. Wie gesagt, ich erkläre ihn jetzt nicht. Ich habe ihn schon erklärt. Dadurch befindet sich jetzt die 4 an oberster Stelle. Perfekt, um weiterzumachen. Jetzt kommt die vermeintliche 4, was aber schon die 5 ist, an vierte Position. Okay, wieder kurz einprägen lassen das Bild. Zack. Hineinschieben. Verlieren, Zeit vergehen lassen. Ihr könnt jetzt etwas mehr Zeit vergehen lassen, weil die 4 ja 3 Stockwerke überwinden muss sozusagen. Das ist mehr Arbeit. Aber trotzdem findet die 4 den Weg nach oben. Bevor ich jetzt die 5 revealen kann, muss ich sie nach oben bringen. Die befindet sich jetzt hier an dritter Stelle. Das hier ist die 5. Wie kriege ich sie jetzt nach oben? Ganz einfach. Ich sage wieder, und nach wie vor benutze ich nur die 4 Karten und mache an der Stelle 2 Dinge hintereinander. Erstens einen Ärmsi-Count. Also jetzt wieder Ärmsi-Count. Zack. Und den mache ich extra so messy, weil ich jetzt die 5 nach unten gebracht habe und sie jetzt nach oben bringen will. Ich kehre die Reihenfolge also um und sage, nachdem ich gerade gezeigt habe, 1, 2, 3, nur die 4 Karten. Ja, wirklich, ganz clean. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Und dadurch habe ich jetzt die 5 nach oben gebracht und bin ready. Hier befindet sich ja die 9. Ich lege das Ganze hier oben drauf. Zack. Und auch die 5 findet ihren Weg nach oben. Hier sind die 4 schwarzen Karten. Wir gehen clean aus der Sache raus und das hier ist sogar fast die Startreihenfolge, nur dass die beiden Zehner jetzt falsch rum sind. Wir machen noch einmal kurz einen Schnelldurchlauf, einfach einen kleinen Overview, ohne dass ich jetzt viel erkläre. Macht es jetzt einfach langsam mit mir mit, okay? Einfach, damit ihr euch das besser merken könnt. Setup 9, 10, 10, 9, 5, 4, 3, 2, zack. Aufspreaden, kleiner Finger unter die 9, zack. Die 3 Karten mit Wristkill beiseite legen. Vorsichtig, clean. Als Convincer können wir das hier machen. Zack. Ich zähle für mich mit. 5, 4, 3. Okay, fangen wir bei der 2 an. Das hier ist ein Doppel. Das kommt hier drauf. Ich sammle das Ganze ein. Behaupte jetzt, die 2 würde an zweite Stelle gehen. Zeige einmal kurz das Bild. Schiebe es zusammen. Schnippe meinen Finger und die 2 findet ihren Weg. Ups,
nach oben. Die 3 kommt an dritte Stelle. Reinschieben, Finger schnippen. Und sie findet ihren Weg nach oben. Sie count. Zack, face up. 1, 2, 3, 4 Karten. Die 4 kommt an vierte Stelle. Bild einprägen lassen. Verlieren. Zeit vergehen lassen. Und die 4 springt nach oben. Jetzt face down. Sie count. In Messi. Und noch einmal ganz langsam, dass der Zuschauer es genau verfolgen kann. Reihenfolge umkehren. 5 an fünfte Position. Finger schnippen, wie auch immer. Zeit vergehen lassen. Euren Text sagen. 5 springt nach oben. Und wir sind clean aus der Sache raus. Und das, liebe Freunde, war der Devil's Elevator. Denkt dran, 3 Wochen lang sind die hier noch verfügbar. Danke an alle für das tolle, tolle Feedback. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video. Bis dann, euer Matti und ciao.